Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind bei Folge 173. Wir sind auf dem Weg zur Abgabe von ein paar Quests, die wir in der letzten Folge erledigt haben. Aber ich weiß immer noch nicht, wofür die Quest ist. Das Gleichgewicht muss erhalten bleiben. Jetzt sag ich mein, das war irgendwo für eine Vorquest. Gehört er dazu? Glaubt man, das war die Vorquest oder damit man überhaupt in die Instanzen da reinkommt? Irgendwie so war das. Können wir da, haben wir dann auch wieder 10 Pflanzenteile, dann können wir da ein bisschen Huf machen. 5 haben wir, 5. Das reicht leider nicht. Ui, Habseligkeiten können wir abgeben. Viel Gold. Nun geht. Ich nur da die. Oh. Ah, das ist jetzt die Frage, was nehmen wir uns? 23 Beweglichkeit und AP. Oh, oder die Buchs. Obwohl. Die Buchs hat 36, 43 weniger und das hat. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir das und hauen da gleich ein paar Beweglichkeitssteine rein. So, da kriegen wir auch keine Nachkosten mehr, das ist schon mal gut. Können wir ein bisschen verkaufen. Wir halten auf jeden Fall. Wie gesagt, nachher ein paar schöne Möglichkeitssteine reinschmeißen. So, schicken wir noch mal ein bisschen Post. Können wir noch verschicken? Oh, schicken wir das auch mit, das stört nur in der Tasche. Hier sind, können wir auch unser Fleisch wieder aufstocken. Wobei ich sagen muss, hier hält es sich in Grenzen. Dadurch, dass wir halt nicht so viel Schaden bekommen. Das müsste sein, ne? Gastwirt. Okay, der Donut. Essen wir halt Donuts und unser Tier kriegt Fleisch. Na gut. Oder mag der auch Donuts? Nein, der mag keine Donuts. So. Gucken. Sagen nicht schlecht, ne? Aber das hat weniger Distanzkraft. Gemischt waren, vielleicht hat der noch was Tolles. Oder die, kann man sehen, wie man möchte. Nein, hat es aber nicht. Dann. Müssen wir da theoretisch hin, sagt er. Hat der noch was zum Abgeben hier? Quest gucken, Quest gucken, Quest. In Telrador. Das ist glaube ich der Pilz, ne? Gehen wir zum Pilz, gehen wir die abgeben.
Und dann, wenn wir eh da sind, können wir mal rüberfliegen nach Alireas Feste. Dann können wir dann auch noch ein, zwei Quests machen. Ich muss eigentlich zugeben, ich habe keine Lust mehr hier auf die Pilze. Doch irgendwie immer hier dasselbe mit den Pilzen, aber gut. Das ist, glaube ich, im Allgemeinen WoW immer so, ne? Dass sich meistens der Weg immer so zieht. Nach Terridor. Ich bin schon voller Hoffnung, wenn die, aber das müssen wir erstmal hinkommen, Katama rausbringen hier von den gutesten Servern. Weil die sind ja immer noch irgendwie am Suchen oder so, hatte ich letztens gelesen. Aber ich bin mal gespannt, was die so machen. Ach, auch ein Jäger. Nein, hier kommen wir nicht mehr zurück. Zu weit weg. Kann man die nämlich abgeben jetzt? Ich weiß nicht, ob wir da was Schönes bekommen. Nein, eine Folgequest bekommen. Schön. Chemiebedarf. Hier ganz interessant, hier gibt es nämlich Verteidigung. Was recht wichtig ist, das kaufen wir mal. Für Meister der Elixiere, wenn man das machen möchte. Muss man davon nämlich, ich glaube, 6 oder so herstellen. Sagen auf nach Alireas Feste. Gucken. Wenn Manager ist nichts los. Atlas Loot. Gibt's denn noch Schönes für Stanzen? Sklavenunterkünfte weiß ich, braucht man für die Quest. Das ist genau, das ist Sommer, Sonnenwende. Hübsche Sachen. Mann, der Stab sah immer cool aus. Das ganze Rücken war auch nicht schlecht, ne? Mal gucken. 110er Rücken, boah. Kann man mit leben. Ja, und das Haustier. Todesgeld war auch damals sehr cool. Ist immer ein schönes Funzieren. Naja, ja. Können ja auch Deutsche tragen. Die Frage ist, wenn man jetzt zwei davon hätte. Man ausprobieren. Da war mehr Trefferchance drauf. Das ist natürlich cool. Trefferchance ist immer gut. Tapet ist gleich.
Kann man nichts sagen. Da sind wieder die Bilder. Apertum. Was ganz Tolles ist. Oh, aber ich glaube, das ist nicht da, sondern Kalimdor. Höhlezeit, ja. Schwarze Morast. Das? Nein. Das Schmuckstück ist super geil. Aber ich hab's noch nicht bekommen. Auch nicht mit meinem Schaman. Leider. Oh gut. Wie ihr seht, sprutzen hier so die. Upsla. Ausrufezeichen aus dem Boden. Auf einem Privatserver kann man dann teilweise die Quest annehmen, das war anscheinend ein Bug und direkt wieder abgeben. Das war einfaches Questen, sage ich euch. Klick, klick, fertig, klick, klick, fertig. Ich glaube, die meisten Leute spielen auf einem Privater, wenn er wirklich gut ist. Das, was ich bis jetzt so mitbekommen habe, ist gut, wenn du halt, wie im Original WoW, leveln musst. Auch wenn ganz viele sich beschweren, aber es gibt einen Server, wo du dann alles geschenkt bekommst. Stufe 70 mit Anfangsgear, wo du dann quasi direkt in den Instanzen reinlatschen kannst. Auch gesehen, ausprobiert, aber da ist nichts los, nichts wirklich. Da ist nichts los. Du kommst dahin und keiner ist da. Wenn du schon mal Glück hast, ist ein oder zwei laufen dann da rum. Aber mehr auch nicht. Da ist wirklich da. Frage ich mich wieder, warum. Und wenn man dann manchmal hier so Server guckt, dann beschweren sich viele, ja, man müsste ja, upsla, man müsste ja noch irgendwas geschenkt bekommen. Stufenaufstieg. Aussuchen, bla bla. Aber wenn es so wäre, vielleicht wäre er auch tot. Darum verstehe ich das nicht immer. Von daher. Wo kann man auch Juwelen kaufen? Ups. Wie groß sind wir hier eigentlich? 65. Oh. Wasser geliebt, fährt weg. Was halt auch eine einfache Klasse ist, Hexenmeister durch die Gegend eiert. Dadurch, dass er dann auch mal denken kann. Was da alles, man braucht ja nicht füttern. Ist zwar nicht dein Freund, aber er ist dein Diener. Unser Hund ist viel kleiner. Schrumpfen.
Naja, nichts Schlimmeres. So, hier müssen wir die Peons töten. Und wir kriegen Netterstoff wieder. Wir brauchen eh Netterstoff. Netterstoff ist immer gut. So, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play WoW. Ich will mal in der WoW Nacht sagen, aber das ist falsch. Ich verlinke euch auf den Jan Hegenberg. Oder habe ich den euch verlinkt? Ach, ihr werdet es ja sehen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play WoW. Lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da. Teilt das Video. Auf Wiedersehen.